Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde, zu einem kleinen Ausweichprojekt. Ja, eigentlich war ich gerade dabei, Zelda The Minish Cap aufzunehmen. Aber ich habe leider dezente Probleme, das flüssig aufzunehmen. Ich muss nämlich gucken, ob ich das wieder auf RetroArch, das Ding hier, aufnehme. Weil jetzt hatte ich mir extra einen Emulator für Minish Cap geholt, aber irgendwie ist der wirklich nicht akkurat genug. Deswegen mache ich jetzt erstmal noch ein Mario Hack für euch, bevor ich Minish Cap weitermache. Aber gut, ich habe eh nur einen Part aufgenommen gehabt, also mal gucken, ob ich den Part sogar neu mache. Okay. Deswegen gibt's ausnahmsweise nochmal einen Mario Hack von mir. Auch wenn das nicht so geplant ist, wie ich es gerne hätte. Ja, Super Mario Witch Whip. Einen Hack, den ich mir letztens angeschaut habe. Von einem guten Twitch-Kollegen von mir. Der gute Böhm Gengar, der spielt auch öfter mal Mario Hacks. Und durch ihn habe ich diesen Hack angeschaut. Und es sieht an sich gar nicht mal so schlecht aus. Ich bin gespannt. Ach, der ist nicht gesprungen. Oh, zwei Pilze? Wow. Piu. Und der Hack ist auf Standard Hard eingestellt. Ich bin gespannt, wie ich mich hier durchbeißen werde. Aber die Mutter ist schon mal cool. Na gut, das Level Clear Theme habe ich aber auch schon mal irgendwo in den anderen Hack gehört. Jumping Cave. Na gut, wir müssen auch Yoshi-Münzen tatsächlich einsammeln. Das erinnert mich dezent an Classic Mario World 3. Da musste man auch in allen Leveln Münzen einsammeln. Und dann wird dann so ein Abzeichen abgebildet, dass man sie eingesammelt hat. Okay. Immerhin kann der Wand springen, sonst wäre das wirklich ärgerlich. Und ich versuche den Part hier gerade auf 50 FPS aufzunehmen. Also nicht wundern. Sollte ich es wieder auf 30 umschalten. Stirb. Hier ist doch bestimmt ein Secret. Ich gehe da nicht runter. Vergiss es. Hui. Extra life. Stopp. Okay, langweilig. Thank you.
Yeah. Also werde ich dieses Projekt auf jeden Fall erstmal anstelle von Ministep hochladen, bis ich das Problem behoben habe. Wie gesagt, schlimmstenfalls muss ich das doch wieder von Retro Archers aufnehmen. Okay, das wird tatsächlich so angemerkt. Ach, die Mucke habe ich auch schon mal gehört. Und wir haben hier noch ein Secret Exit zu suchen. Das hört sich an wie Mega Man irgendwie. Kann das sein? I need it. Oh, ich sollte echt mal Steam ausschalten. Das ist ja widerlich. Weil ich weiß nämlich nicht, wie man sowas ausschaltet. Außer durch Steam schließen. Ja, klar! Mistratte. Und eigentlich wollte ich auch ehrlich gesagt eine Auszeit vom Mario Hex nehmen. Weil ich privat welche Hacks spiele, die mich teilweise so richtig aufgeregt haben. Wegen hingeklatschten Level-Design. Und hast du nicht gesehen? Slot Lake? Okay. Jetzt haben wir die coole Mucke nochmal. Scheiße. Aber macht euch auf jeden Fall keine Sorgen. Mario Game, was ich in einem Infovideo angekündigt habe, kommt auch. Der erste Part wird am Freitag kommen. Habe ich nämlich so eingestellt. Aber momentan läuft ja noch A Plumber for All Seasons. Da fehlen ja noch die zwei Parts. Danach kommen diese zwei Projekte dran. Okay, den Mond darf man nur einmal sammeln. Da hat jemand mitgedacht. Ach, scheiße. Wo ist mein Secret Exit? Ach, weißt du was? Ich hol später nach. Ja, jetzt haben wir ein Wasserlevel. Die Musik hat was. Ist toll.
Na, ich werde mich auf jeden Fall bemühen, die Münzen einzusammeln. Ob ich das bei... Scheiße. Ob ich das bei jedem Level schaffe, kann ich auf jeden Fall nicht sagen. Bei manchen Münzen, wie ich bei dem Stream gesehen hatte, die waren auch echt schwer versteckt und zu holen. Man bedenke, ich bin bisher nicht einmal gestorben. Yes! Also bis jetzt hat dieser Hack was. Oh, ein, zwei Level sollte ich aber noch schaffen. Hüpferpilze? Wo sind Hüpferpilze? Jetzt haben wir Musik aus 3D World. Double Cherry Pest. Ja, ich guck mal mit Absicht nach, wegen den Münzen. Es... Ich schaffe es selten mal. Yeah! Dass ich da mal die 50 erwische. Bonus Game. Mit Sunshine-Musik auch noch. Dem meistgehassten Mario-Spiel. Sehe ich aber insgesamt leider auch so. Super Mario Sunshine. Ja, komm, das eine Level machen wir noch. Und dann gucke ich mir die Aufnahme eben an. Yoshi! Bis jetzt hat dieser Hack auf jeden Fall was. Stirb. Extra Life. Thank you.
Wow, dafür, dass dieser Hit schwer sein soll, kriegt man echt Stutz Leben. Und ich habe ja schon 26 Leben in einer Welt. Kommt denn noch dazu? Ja, komm. Mysterious Castle? Ja, komm, hängen wir das noch hinten dran und dann beende ich für dich den Part. Das hört sich sehr an wie Castlevania-Musik. Careful! The color blocks black. Can you cause harm? If see some, I take very careful. Okay, die schwarzen Blöcke darf man nicht berühren. Scheiße. Und das passt sogar richtig in dieses Level an sich rein. Oh, wir haben schon Boss. Aber Moment, wo ist die letzte Münze? Retznos. Sehr schön. Jetzt werde ich aber auf jeden Fall den Part mal beenden und mir die Aufnahme anschauen, wie das jetzt geworden ist. Vielleicht kann ich es tatsächlich mit 50 FPS aufnehmen. Also dann, wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder. Tschüss.